Hallo meine lieben Kreativlinge, heute wird's wild. Ich fange jetzt das zweite Video an, weil man hat dann meinen Mann und mein Kind gesehen auf dem Handy-Display. Auf jeden Fall, ja, ich weiß, den einen oder anderen nervt's mit der Kooperation von Globaland. Für mich, ich freue mich natürlich. Ich darf mir auch vier Sachen raussuchen. Eigentlich waren es bis jetzt immer vier. Und das Video, was ich jetzt mache, das muss nicht mehr sein, aber ich möchte euch dennoch trotzdem zeigen, dass ich was draus mache, dass ich mich hinsetze, Gedanken mache, was ich draus machen kann, was man oder was man allgemein draus machen könnte. Oder um es zu testen. Ne, wie zum Beispiel die Standschablonenbox von Globaland. Ich habe mir, ne, das ärgert mich immer noch ein bisschen. Ich habe mir ja so drauf gefreut und dann hat die nicht funktioniert. Aber dafür, ich gebe meine ehrliche Meinung dafür ab. So, auf jeden Fall, ich mache halt trotzdem Werbung, weil es ist ja, die Teile sind ja bezahlt von Globaland. Jetzt würde ich das trotzdem als Werbung kennzeichnen. Ich werde alles, was ich verwende, in der Infobox verlinken mit dem Rabattcode, der Natat10 ist. Mit den ganzen Rabattcodes hier, da und da wird schon echt, brauche ich schon fast ein eigenes Heft. Und zwar geht es um dieses Set. Jetzt darf ich dann mein Display nur noch ausmachen und nicht auf die Home-Taste drücken. Ich fand das, das war an meiner Wunschliste, ja, weil ich gedacht habe, irgendwann, was kostet es denn? 7,37 $. Mit Prozente dann noch abziehen, ne? Irgendwann holst du dir das. Irgendwann. Und dann habe ich mir gedacht, gehabt, ach komm, holst es dir in der Kooperation und setzt dich hin. Und versuchst es. Und ich bin gestern bald wahnsinnig geworden. Ich habe gestern schon damit angefangen. Ich bin bald wahnsinnig geworden. Ich bin bald wahnsinnig geworden. Und dann auch den Bildern gesehen, ja, wie es ungefähr aussehen soll. Und ich war da gesessen. Ich habe gebastelt und habe getüftelt und habe gemacht und habe, ich weiß gar nicht mal was, alles. Ich war schon mal aufgeben. Dann, ich habe tatsächlich aufgegeben gehabt. Dann habe ich mich hingesetzt und eine Schokolade gegessen. keine Ahnung. Ich habe sogar gegoogelt. Ich habe in YouTube geguckt. Pop-up-Karten und ich weiß nicht. Ich habe nichts gefunden. Absolut nichts. Wie gesagt, ich bin bei wahnsinnig geworden, weil es geht hier um diese Standschablonen. Der Rest, ja, es ist nicht so tragisch, aber es geht um diese. Und ich habe getüftelt und habe gemacht und habe die zusammen also ne, ausgestanzt, zusammengeklebt. Und mir ist klar, dass da Gummibänder reinkommen. Das ist mir vollkommen klar. Aber was mich dann so irritiert hat, waren, weil die unterschiedlich groß sind, die Abstände. Die hier sind gleich, aber die hier nicht. Ne, seht ihr das? Und wie gesagt, ich habe getüftelt. Ich habe so viel Papier verschmissen und ausgestanzt und wie gesagt, Gummibänder. Auf jeden Fall, ich habe es geschafft, meine Kinders. Hahaha. So schaut die aus. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ja, typischer Vorführeffekt. Da ist es. Ich habe jetzt innen nicht groß dekoriert, weil ich möchte nur was reinschreiben. Aber das ist es. Das ist ga dieser ganze Pop-up-Mechanismus. Ja, da hinten hätte ich vielleicht nur eins hinkleben können, aber ist nicht so tragisch. Das ist der ganze Pop-up-Mechanismus. Ich bin bei wahnsinnig geworden, weil, wie gesagt, ich habe nichts gefunden. Und die machen wir jetzt zusammen. So. Ich habe erstmal einen Kartenrolling. Den habe ich mir zurechtgeschnitten auf 14,5 mal 21. Und auf der langen Seite falze ich bei 10,5. Falzen, nicht schneiden. Und ich war so stolz, als ich dann rausgefunden habe, wie das funktioniert. Ich könnte euch gar nicht vorstellen, wie viel Papier ich verdröselt habe. So, dann habe ich einen gelben Aufleger. Das ist so ein dünnes Papier. Der hat die Maße 10 mal 14. Also ausstanzen tut, was ich bis jetzt getestet habe, alles gut. Also habe ich jetzt nichts zu bemängeln gehabt.
Der Aufleger, das ist ein Designpapier, der hat die Maße 9,8 mal. Da muss ich aber nochmal einen Millimeter abschneiden. 9,8 mal 13,8. 9,8 mal 13,8. Das muss ich echt überlegen. Oh Gott. Ich bin alt. Das passt. Ich schieb's einfach auf meine Erkältung. Nee, da ist ein Klecks zu viel. So. Dann suche ich mir die Standschablone raus, mit der ich den Kreis rausstanzen möchte. Ah ja, was ich euch noch zeigen wollte, also da ist wirklich allerhand dabei, dass ich das einmal wegräumen kann. Wir haben da verschiedene, ja, Aufleger, Rahmenstandschablonen in verschiedenen Größen. Ja, dass ich das mal wegräumen kann. Wir haben da hier die Wellenkreise. Wir haben Herze. Da ist noch ein Wellenkreis, seht ihr. Da haben wir Herze. Da haben wir dann, wie gesagt, Kreise. Also man kann sich da wirklich voll und ganz austoben. Dann haben wir da hier, was sind es, zwei, vier, sechs Ecken. Ich komme das nochmal schnell rein, weil ich wollte es euch unbedingt zeigen. Dann hier allerhand, da haben wir eine Bienenwabe, da steht Zenk. Dann Honigtopf, Herzblume, You, Happy, Honey. Dann haben wir so Outlines von Bienenwaben, Honiglöffel, dann ja Bienen, also Honig, der runterläuft, könnte man auch als Blut nehmen. Also wirklich allerhand dabei. Oh, jetzt ist die Tüte kaputt gegangen. Nee. Das heißt, es fliegt mir dann alles um die Ohren. Na, das will aber nicht so da rein. Es hängt irgendwo. Ja, dann, die habe ich benutzt. Da gibt es auch noch so Flügel, die Outlines sind. Da haben wir ein Sweet, zwei verschiedene Bienchen. Da haben wir ein Bee. Dann haben wir hier die Bienenwaben. Dann haben wir hier Flügel. Dann haben wir nochmal Flügel. Also es ist wirklich ganz, ganz viel dabei. Also die Preise sind da total unschlagbar. Und dann haben wir hier diese Auflieger für den Pop-Up-Effekt. Also rein theoretisch bräuchte man nur eins. Rein theoretisch. Ganz rein theoretisch. Aber gut. So, weiter im Text. Dann positioniere ich mir dieses Teil da irgendwo hin. Ich würde sagen ungefähr so. Klebt das fest und das jage ich einmal durch meine Stanzmaschine. Habe ich fast 9 Minuten nur gelabert. Noch nichts gemacht hier. So, mal rein, Mensch. Und ich frage mich immer wieder, wie mich die Leute ertragen können. So. Vorsichtig abziehen. Das Teil brauchen wir eigentlich rein theoretisch nicht. Ich brauche nur das. So. Dann habe ich aus Designpapier mit Wellenkreisstanze das ausgestanzt. Da werde ich jetzt ebenfalls diesen Kreis ausstanzen. Und mal so als Umrandung. Wackel, 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 Entschuldigung. Aber ist halt immer schwierig, wenn ich meine Stanzmaschine benutze. So. Dann lege ich mal dahin. Ich brauche nur den Rand. Den Kreis kann ich wegtun.
So, den klebe ich mir jetzt dann schon mal dahin. Dann ist der auch schon mal weg, wenn der Kleber mag. Oh, das ist nicht ganz in der Mitte, sehe ich, aber nicht so schlimm. Also der hat nicht den gleichen Abstand. Ist es nicht so tragisch. So, dann widme ich mich dem Pop-up-Effekt. Ist gar nicht so schwer, wenn man es. Ich hoffe, ich krieg's noch auf die Kette. So, ich fange oben an mit diesem Gedönse hier. Das falze ich so. Der nächste Falz falze ich so. Ich falze jetzt auch nicht groß nach. Ich schaue nur drauf, dass alles gerade ist. Die falze ich auch so. Und diese, also diese großen, die falze ich jetzt nach innen. Und die anderen beiden falze ich wieder nach außen. So. Dann sollte es ungefähr. Ja, so auch schon wie eine verkrüppelte Möwe oder so. Dann mache ich mir hier die, wo zusammengehen, Kleber drauf. Das muss ich jetzt leider etwas antrocknen lassen. Flüssigkleber und so. Aber in der Zeit widme ich mich meinen Aufleger. Da habe ich einmal den Wellenkreis in Schwarz ausgestanzt, einen Kreis in Designpapier, einen Wellenkreis, einen kleineren, eben falls aus Designpapier, wie der Kartenaufleger quasi. Dann die Bienchen. Die Bienchen werden ausgestanzt und dann habe ich nochmal mit gelbem, also Papier, das Ganze hinterlegt, dass die gelb sind. Und die bekommen natürlich Flügel. Ich habe die Flügel in Vellum ausgestanzt. Das ist der falsche Flügel. Da ist der. Die Biene bekommt die Flügel. Klebe ich so hin. Na, der mag jetzt nicht halten. Und dann habe ich hier Bienenwaben schon vorbereitet. Ich zeige das euch dann später an dem Honig zum Schluss, wie ich das gemacht habe. Die schon so aus. Schaut meine, bitte beachtet meine Hände nicht. Ich weiß, die schauen schlimmer. Ganz trocken und so. Die habe ich ausgestanzt, habe die geinkt und habe die mit Glossy Essence überzogen und habe das trocknen lassen. Wie gesagt, ich zeige es euch da beim Honig außen auf der Karte. Weil ich musste das trocknen lassen. Ich habe die gestern schon gemacht. Dass die bis heute trocken sind. Und ich habe, glaube ich, falsch geklebt. Gibt es eigentlich eine richtige Richtung für Bienenwaben? Sind die eher hochkant oder sind die längs? Also der gerade Ansatz. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich damit leider nicht aus. Ich komme mit der Pinzette noch nicht ganz so klar. Eigentlich ist sie total einfach. Ich komme mit der Pinzette noch nicht ganz so klar. So, dann machen wir ein 3D-Pad drauf auf das Bienchen. Summ, summ, summ. Bienchen summ herum.
Ei, wir tun dir nichts zuleide, flieg nur aus in Wald und Heide, summ, 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 Bienchen summ herum. So, jetzt habe ich gesungen, jetzt habt ihr alle einen Ohrwurm. Ha! So, jetzt widmen wir uns wieder dem Teil. Dann schaut es so aus, wenn das jetzt nochmal angezogen ist und getrocknet ist und so weiter. Dann drehe ich mir das um, nimm diesen Nupsi, der da oben ist, klappt den nach innen. Halt, stopp. Ich brauche Gummi. Ich habe so ganz normalen Haushaltsgummi genommen. Ich mache jetzt keine Werbung dafür. Aber so ganz normale Haushaltsgummi. Was weiß ich, was die für einen Durchmesser haben. Das ist schwer zu sagen. Circa 3 cm. Plus, minus. Ich gebe keine Garantie drauf. Die spanne ich jetzt erstmal da ein. Diese zwei Nupsis hier. Und da der sonst zu groß ist und keine Spannkraft aufbringt, gehe ich nochmal rum. Dann ist der quasi doppelt. Und hier muss noch ein Dingens übrig bleiben. Also nehme ich mir das Teil von oben, klappt es nach unten und ich gucke nur gerade. Ja. Und zudel jetzt den Gummi da, weil das Ding hat ja auch nochmal so Öffnungen. Da so rein. Und dann schaut es, wenn es richtig sitzt, ungefähr so aus. Dann klappe ich mir das obere Teil nach unten und mache jetzt einmal auf das komplette Ding hier Kleber drauf. Und klappe jetzt den Teil so nach oben und dann habe ich eben, so wie das auf dem Bild zu sehen ist, oder fast, es ist nicht leicht zu erkennen. Das hätte ich bin bei wahnsinnig wohl. Und dann testen wir. Plupp, plupp, plupp. Ne? Kann man nochmal so testen, dass ihr seht, dass es funktioniert. Also es funktioniert. Aber nochmal schön andrücken. So. Jetzt überlege ich nur gerade, wie ich das dann. Ich glaube, ich werde das so kleben. Dann werde ich hier einen Aufleger hinkleben, weil da kommt dann. Mal gucken. Ja. Weil da kommt dann da vorne das Teil drauf. Also machen wir hier den Aufleger drauf. Muss jetzt nicht. Das sind jetzt auch 4 Stück dabei, wobei ich vielleicht maximal 2 verwenden würde. Vielleicht auf der Front oben. Ich zeige es euch nochmal bei dem hier. Auf der Front und vielleicht auf der Rückseite. Weil hier vorne ist ja der Aufleger und unten drunter klebt es ja fest. Ne? Deswegen würden da auch rein theoretisch. Na ja, gut, wenn man beide stanzt, wenn man quasi eine Doppelkarte machen würde, also das Ganze nochmal vergrößert, dann bräuchte man schon 4. Aber das wäre mir dann persönlich zu groß. Bin ich ehrlich. Ja, mir reicht so. So. Okay. Das kleben wir schon mal fest. Jetzt gucke ich nur wieder den Mechanismus. Der ist so. Ich mache mal jetzt dann so, mache jetzt einfach so Pi mal Daumen hier Kleber hin und klebe mir den Würfel da so hin. Bis maximal zu der Kante hier, weil das steht ja dann. Na, das ist ja dann, steht ja dann so in der Karte drin, wenn es fertig oder wenn es mal zusammengebaut ist. So, das lassen wir jetzt auch trocknen. Das hat jetzt Gewicht. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. So, dann machen wir die beiden Teile. Da hängt noch ein E drin. Und Ding. Da habe ich B-Sweet in Schwarz ausgestanzt. Und haben wir das bearbeitet. Habe ich ein Stück Papier da. Und zwar habe ich. Ah, ich habe kein Ding angesteckt.
fühlen, nehme ich mir mein Bossingkissen, nehme die Farbe Picnic Basket. Und dann mache ich mir quasi den unteren Teil vor den Wörtern. Titsch ich mir da so rein. So titsch. Streu Glitzer drüber. Und föhn. Jetzt klebe ich. Ich föhne. Nummer 1 muss auch absolut nicht ordentlich sein. So, dann machen wir das zweite. Titsch. Ja, verkehrte Seite, aber okay. Oh, gut. Ich habe die verkehrte Seite embossed. Aber nicht so schlimm. Doppelt hält besser, sagt man so schön. Jetzt schaue ich nur, dass ich das Glitzer da wieder. Weil mein anderes Teil ist besetzt. Weil da muss ich auch noch ein Video abdrehen, aber ich komme im Moment nicht dazu. Aber gut, eins nach dem anderen. So, jetzt kann ich dann mein B-Sweet, also zumindest mein B. I don't stepped on the bee. Seit ich das gehört habe von Amber Heard, habe ich das im Kopf. My dog stepped on the bee. Kann ich jetzt das da so hinkleben? Und ich habe voll reingetitscht. In den Kleber. No. I'm titched on the Kleber. Und Glue. So. Dann machen wir schon mal die Decoration für vorne. Einmal das Sweet. Kommt hier unten hin. Dann das Bienchen. Kommt natürlich auch zwei Flügelchen aus Vellum. So, da gibt es noch Outline-Standschablonen für die Flügel und. Also, da bin ich immer sehr positiv überrascht, wenn dann so Kits sind, ne, wie zum Beispiel das hier, das dann immer so reichlich also dabei ist. Finde ich unheimlich klasse. So, dann machen wir auch ein 3D-Pad drauf. Ich muss die Schere schon wieder sauber machen. Die klebt schon wieder. Muss aufpassen, dass das Vellum nicht mit abreißt. So. Dann habe ich hier so Honig ausgestanzt. Kann ich nämlich den Katzenteller wieder wegräumen. So Honig ausgestanzt und da habe ich einfach das mit Glossy Essence machen wir zum Schluss. Habe einfach die Farbe Rip Persimmon genommen und bin dann halt einfach so mit dem Fingerschwämmchen so ein bisschen drüber. Auch nicht ordentlich, wirklich nur so fast ein bisschen viel. Einmal so einmal drüber getatscht quasi. Was denkt denn jetzt schon wieder? Mein Ding ist kaputt, es nervt. Aber ich bin so geizig, mir Neues zu kaufen.
klebe ich jetzt auch schon mal auf. Wie gesagt, das mit Glossy Essence machen wir ganz zum Schluss. Wir müssen das Ganze ja noch einkleben. Diesen Pop-up-Effekt. Kommt hier hin. So. Und jetzt nehme ich mir den Pop-up-Effekt zur Brust. Habe ich den jetzt falsch aufgeklebt? Falsch aufgeklebt. Das wäre jetzt eine Gaudi. Da geklebt. Ne, passt schon. Passt schon, passt schon. So, ich klappe mir den jetzt um. Na, also der soll. So, da unten klebt dann die Karte. Und dann. Also einmal zusammenknicken. Position suchen. Muss jetzt nicht perfekt sein, aber so ungefähr. Okay. Ich hätte natürlich schon vorher Kleber drauf machen können. Also einmal hier unten. Kleber. Einmal zusammentütschen. Nicht in den Kleber touchen, wenn es geht. Positionieren. Schaut gut aus. Nochmal schauen, dass es vielleicht gerade ist. Gott, bin ich jetzt erschrocken. Der Wind. Jetzt muss ich halt beachten, dass es klebt noch nicht. Also, es muss jetzt wirklich noch trocknen. Aber ihr seht schon, wenn die Karte zu ist. Und wenn die Karte aufgeht. So. Jetzt machen wir dann noch den Verschluss. Da habe ich eine ganz einfache Büroklammer genommen. Ich hatte zuerst überlegt, eine Biene drauf zu machen, aber es sind tatsächlich schon zu viele Bienen. Also was heißt zu viele Bienen? Ich wollte jetzt eine übermäßig drauf machen. Da hatte ich gedacht, vielleicht den Honiglöffel, aber nö, ich habe gedacht, so ein Schleifen ist auch okay. So ein Schleifband, ein bisschen. So. Jetzt sitze ich schon hinter der Kamera mit ausgestreckter Zunge, um mich ja anzustrengen, um ja dieses Loch zu treffen. Und trotzdem funktioniert es nicht. So, schon anziehen. Was zu vieles wegschneiden. Ich muss dringend die Schere darüber. Nee, nicht aufgehen. Zubleiben. Nee, zu bleiben. So, umklappen. Dann kann ich meine Büroklammer da so hinsetzen. Und dann für den Honig nehme ich eben Glossy Essence. Mach das da so vorsichtig drauf. Das muss jetzt halt dann wirklich trocknen, ne? Also am besten immer touchen. Deswegen habe ich die Bienenwaben auch schon vorbereitet gehabt. Das wäre blöd gewesen, wenn ich dann 20 Mal reingetatscht hätte. So. Aber wenn es dann trocken ist, dann seht ihr den Glanz. Schaut richtig toll aus, ne? Braucht man den Pop-up-Effekt? Nein. Hat man's? Ja. Ist er cool? Ja. Kann man dafür, damit viel machen? Ja, man muss ja nicht unbedingt Bienen damit machen, ne? Man könnte jetzt da auch Halloween machen oder Ostern oder weiß ich nicht. Da gibt es doch viele Ideen.
Aber ja, ich habe getestet. Ich habe getestet. Meine lieben Kreativlinge, ich bedanke mich fürs Zusehen. Mal wieder für das Kuddelmuddel-Video, wobei es heute ging. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss. Wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund. Bye bye.